Dora, schön, dass ihr da Bälle reinschaut. Sicher kocht ihr auch mal gerne draußen. Auf kinderoutdoor.de gibt es ja viele, viele tolle Rezepte dafür. Und wahrscheinlich habt ihr dann auch diese speziellen Kochsets, Töpfe und Pfannen für eure Gaskocher. Und die sind ja oft innen drin beschichtet. Und da ist jetzt das Problem, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn man da was rausnimmt oder umrührt und man nimmt Metall her, dann kann man diese Beschichtung damit kaputt machen. Und dann ist irgendwann das Ganze nicht mehr so 100% brauchbar, weil alles drin festklebt beim Kochen. Deswegen ist wichtig, man nimmt entweder ein Plastik her, das ist ein Kunststoff, der nicht schmilzt zum Umrühren und zum Rauskratzen. Dann passiert der Kunststoff der Beschichtung innen drin nichts. Oder man schnitzt sich etwas aus Holz. Und so einen Pfannenwender wollen uns wir heute aus diesem Stück Restholz schnitzen. Und der hat schon eine wunderbare Form. Und da schnitzen wir jetzt einmal und auf die Schnelle einen Pfannenwender. Und ihr seht selber, ich bin jetzt hier mit dem großen Moranife zugange. Da geht jetzt einiges weg. Und als erstes schnippeln. Ja, ihr seht, wir haben jetzt hier unseren Pfannenwender schon gut zugeschnitzt. Das wäre jetzt beinahe in die Linse gegangen. So, und ihr seht jetzt auch hier vorne, das lassen wir schräg, dass man eben so das richtig schön rausholen kann aus der Pfanne. Hier machen wir jetzt den Übergang. Noch ein bisschen harmonischer, der gefällt mir nicht ganz so. Und wie gesagt, das könnt ihr alles draußen basteln, draußen schnitzen mit den Kindern. Da braucht es jetzt keinen großen Aufwand dazu. Und das Schöne ist, ihr stellt auch nur, wenn es ein trockenes Holz ist, gleich Späne her, um ein Feuer anmachen zu können. Das ist ja auch wichtig. Also für die Ästheten unter uns, die können dann da unten, wie ihr seht, ich lasse jetzt das bewusst unbehandelt im Moment, damit ihr den Unterschied seht, wie das Ganze ausschaut, wenn ich das noch nicht so abgerundet habe. Also hier seht ihr es abgerundet, hier ist das Ganze noch eckig. Da ziehe ich jetzt ausnahmsweise mal die Klinge Richtung Körper. Warum? Ja, weil hier der Griff ist vom Holz, der das Ganze wunderbar abfängt. So, ja, und für die natürlich ganz ordentlich haben wollen unter uns, die können jetzt hier hinten aber den Griff schön abrunden. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Also wir können immer hier an der Kante entlang schneiden und dabei das Holz drehen. Dann seht ihr selber, auch hier wieder der Unterschied, hier nicht geschnitzt, hier geschnitzt. Das Ganze wird eine Kante, die langsam nach innen kippt. Oder an der Kante immer einen kurzen Schnitt, dann drehen wir es 2-3 mm, das Holz in der Hand, Schnitt und so geht es weiter. Also das ist ganz euch überlassen, ihr könnt es auch gerade entlassen, jeder wie er will. Wir sind jetzt hier schon auf der Zielgeraden. Hier können wir jetzt auch noch hier hinten einen Kerbschnitt reinmachen ins Holz. Immer von links nach rechts entgegengesetzt. Und dadurch kriegen wir nochmal einen schöneren Griff. Aber wie gesagt, diesen Knauf dahin zu machen, das ist rein. Wenn ihr sagt, ihr sollt ein bisschen noch was gleich schauen, dann könnt ihr das so machen. Es ändert ja nichts an der Funktion von unserem Pfannenwender. Ich schmirgel das jetzt bewusst nicht ab. Warum? Weil man draußen meistens kein Schmirgelpapier dabei hat. Und ganz ehrlich, wenn man mal so ein Holzsplitter mit isst, da stirbt man einmal nicht dran, außer man hat Allergie. Deswegen auch aufpassen, wenn ihr so einen Holzwender macht, ob vielleicht jemand in der Familie oder Freundeskreis allergisch auf die ein oder andere Holzart reagiert. Dann bitte nicht verwenden, da muss man immer schön aufpassen. So, wichtig ist auch, lerne ich immer den Kindern in meinen Schnitzkursen, wenn ihr ein Werkzeug nicht braucht, also entweder zuklappen, geht halt schlecht, weil es ja kein Taschenmesser ist, sondern
reinstecken, da kann nichts passieren, wenn ich das offen liegen habe, ich schaue nicht gescheit hin, ich habe jetzt meine Brille drauf, dann kann es sein, dass ich unüberlegterweise in die offene Klinge greife. Muss nicht sein. Also, deswegen, was man nicht braucht, kommt weg beim Werkzeug. Aber ich habe es zu früh weggelegt, ich sehe gerade nur, hier kann ich ein bisschen nachbessern. Also ihr seht selber, wir haben jetzt hier aus einem großen Stück Restholz, Astholz, einen ganz praktischen Pfannenwender gemacht für unser Outdoor-Geschirr. Natürlich könnt ihr es auch zu Hause hernehmen. Es ist auch ein wunderbares Geschenk, dieser Pfannenwender. Und ihr seht selber, man verkratzt damit nichts. Und ihr seht auch hier in unserer Form, ihr kommt damit richtig schön in die Ecken rein und könnt da wirklich alles aus dem Topf rausholen. Das ist auch wichtig. Warum? Erstens habt ihr dann mehr zum Essen und zweitens müsst ihr weniger abwaschen. Also auch ein großer Vorteil. Und der Pfannenwender, den könnt ihr wirklich über viele, viele Jahre hernehmen. Und wenn er euch gar nicht mehr gefällt, ja, dann heizt ihn halt ein. Dann habt ihr ihn nochmal verwendet als Brennholz. Aber das sehe ich gerade nochmal hier ein bisschen nachbessern. So, jetzt gefällt mir die Sache besser. Also, ihr seht selber, sieht eher aus wie ein leicht gebogenes Bowie-Messer. Warum gebogen? Ja, damit ihr einfach die Sachen schön rausholen könnt und die nicht kleben bleiben an eurem Pfannenwender. Das muss ja auch nicht sein. Könnt ihr vielseitig einsetzen. Eine wirklich simple, aber tolle Sache. Weitere praktische Dinge für drinnen und draußen, die ihr schnitzen könnt. Tiere, Figuren, Geschenke findet ihr auf kinderoutdoor.de. Wichtig ist nur, ihr braucht immer ein möglichst gutes Messer. Das sollte scharf sein. Nichts ist so gefährlich wie ein stumpfes Messer. Da noch einen kurzen Exkurs noch. Warum ist ein stumpfes Messer gefährlicher? Ihr braucht zu viel Druck auf die Klinge. Damit rutscht das Ganze ab. Rutscht ihr vielleicht ab, weil ihr zu viel Druck ausübt auf die stumpfe Klinge und dann passieren die Schnitte. Also das muss natürlich nicht sein. Und was natürlich auch wichtig ist, ein Messer bleibt nicht immer gleich scharf. Deswegen sollte es mehrlagiger Stahl sein. Also ist in dem Fall bei Moro Knife, das 100% in Schweden hergestellt ist. Da habt ihr außen eine weiche Lage und in der Mitte drin einen harten Kern. Und das Ding kostet auch so mal 10 Euro. Ja, fertig sind wir. Probiert es aus mit dem Schnitzen. Keine Angst beim Schnitzen, wenn ihr euch an gewisse Regeln haltet. Zum Beispiel in eine Armlänge mindestens nach links und rechts Abstand, nach vorne und nach hinten. Warum? Ja, wenn man mal wirklich dann abrutscht, hups, dann nimmt man nicht gleich zwei, drei mit und schnippelt diese Leute auf, sondern dann geht der Schnitt einfach ins Leere. Dann, wie schon gesagt, schnitzen nur im Sitzen. Ihr seht auch, ich latsche halt rum und schnitzt dabei. Dann, wenn man das Messer nicht braucht, zuklappen, das Werkzeug oder reinstecken und weglegen. Konzentriert arbeiten. Wenn man sich am Auge kratzt, legt bitte das Messer davor weg. Ja, kommt immer gut. Was auch ist, nicht nach anderen Personen oder Tieren mit Messer schmeißen, geht überhaupt nicht. Auch nicht so mit Messer rumschmeißen, aus zwei Gründen, es ist gefährlich und ihr bekommt ein stumpfes Messer und es ist einfach nur dumm. Ja? Also macht sowas bitte auf gar keinen Fall. Das machen wirklich nur die ganz, ganz Dummen, aber ihr gehört ja zum Glück nicht dazu. Ja. Das ist einmal das Wichtigste und dann passiert nichts beim Schnitzen. Also zumindest nichts Gefährliches, sondern ihr habt Erfolgserlebnisse und auch die Kinder, wenn ihr sowas Schönes wie den Pfannenwender schnitzen könnt. Wir sehen uns am besten draußen. Macht's es gut bis dahin. Pfiat den Servus, euer Uli und schalt's das Blöde.